Yo, yo und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront. Ja, wir spielen mal wieder Helden vs. Schurken, schon lange nicht mehr diesen doch hochinteressanten Modus gespielt. Oh, wir haben den Held echt geholt und ich bin immer noch total überfordert mit der... Ich schon wieder denke ich, es ist vorbei. Jetzt ist es sogar vorbei. Wir sind auch gut unterwegs, aber... Ich weiß nicht, wie konnte der den Imperator einfach besiegen? Einfach... Was macht der Imperator? Nichts. Er macht einfach nichts. Ja... Amilas. Also im Moment ist die Map, glaube ich, recht offen. Ja, das war es Boba Fett wohl, wie es scheint. Komm, zieh ein bisschen. Ja, der Imperator ist weg. Direkt wieder hochheilen. Vader kriegt ein... Vader ist quasi fast down. Komm, attackiert Vader. Nur noch Boba. Wo ist Boba? Alles schon weg. Das kann doch nicht wahr sein. Das geht doch hier... Ich bin absolut überfordert mit der Situation. Das geht so extrem schnell. Jetzt bin ich mal Soldat. Wahrscheinlich wird das so eine Runde, die geht so 3 Minuten. Dafür, dass Luke und Leia nicht passiert. Koste es, was es wolle. Dasselbe gilt natürlich auch für Han Solo. Das ist dann eben so. Hoffentlich. Das war der erste. Fehlen noch zwei. Ich hab mal einen Standardtruppler geholt, sozusagen, fast. Das war vielleicht ein bisschen Pussy. Sehr schön. Das ist Boba Fett. Ja, keine Chance. Aber er kassiert. Er hat richtig kassiert. 3-1 und das wird wieder ganz, ganz deutlich. Ja, das Boba ist echt ein richtig leichtes Ziel. Muss man einfach mal so sagen, dass... Ist jetzt irgendwie komplett sämtlicher. Ja, das ist irgendwie. Naja. Das macht ja irgendwie diese Serie aus. Nicht, dass ich gut spielen kann, sondern dass ich gut singen kann. Genau, nein, dass ich schlecht singen kann. Natürlich. Oh, der hat die hat glaube ich die E11 tatsächlich. Ja, es sieht so aus. Es riecht so ein bisschen nach der E11. Aber dass ich das nicht weiß. Ey, das gibt dem Imperator ja richtig. Ja, es wird da. Ist korrekt. Versetzt sie in Aufruhr. Ey, wo ist Vader? Go, Luke. Ihr werdet für alle ran bezahlen.
Ey, Passi. Ja, weg. Was sie einfach für Sprüche raushaut, das ist eine Legende. Legende, sag ich dazu nur. Helden vs. Schurken auf der neuen Map. Okay, Held verwundet. 8-1, das ist ja... Aber was geht denn hier ab? Das möchte ich mal ganz ehrlich sagen. Was geht denn in der Runde ab? Also irgendwie weiß ich auch nicht. Ich bin... komplett überfordert mit der Situation, nein. Also, was geht hier ab? Ich meine, die neue Map präsentiere ich. Schön. Aber irgendwie... Ich meine, diese Map gefällt mir dagegen sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich bin immer noch auf die DL44 gepolt. Zumindest so... Hallo? Der Imperator, er imperiert. Nein, er imperiert nicht. Jetzt, der Imperator kommt. Sowas ist irgendwie lächerlich. Wenn der Imperator, jetzt bin ich, kann ich wahrscheinlich Ehrengarde sein, ja. Attackier ihn mal. Wo, oh, da ist Boba Fett. Ey, Buba, ey, okay, ja. Ja, okay, ich habe ihm zwar was gegeben, aber im Prinzip ist es jetzt mal... Jetzt ist es gerade spannend. Weil... Okay. Boba Fett ist nur noch da, der Imperator. Ach komm, der kassiert gleich, ja. Das ist wieder mal... Das war lächerlich. Ganz ehrlich, das war gerade lächerlich, was hier so passiert ist. Und deswegen bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal in der nächsten Folge Helden vs. Schurken. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao.